Hallo und willkommen zu Palworld, das Spiel, was jetzt jeder spielt, was in den ersten paar Tagen schon 4 Millionen Leute gekauft haben und etwas über 1 Million Leute gerade gleichzeitig auf Steam spielen. Und warum? Weil wir Gamer niedliche Dinge mögen. Sind wir doch mal ehrlich, das ist der einzige Grund. Es ist cute, also wollen wir es haben. Und es ist niedlich und es schießt auch noch. Noch mehr Grund, es zu haben zu wollen. Es ist in der Early Access Phase, was man dem Spiel aber nicht so krass anmerkt, finde ich. Also es gibt schon sehr, sehr viel Inhalt auf jeden Fall. Es macht sehr viel Spaß. Ich habe es jetzt 9 Stunden gespielt. Ich bin also schon ein bisschen drin, aber jetzt noch nicht so komplett Profi. Und ich würde mit euch einfach in einen Spielstand reinspringen und ja, euch das Spiel ein bisschen zeigen. Also Tag 22 Ingame. Und ich bin Spielerstufe 15. Ja, und die beliebte Frage vorweg, was ist das Ziel des Spieles? Spaß haben. Was ist das für eine Art von Spiel? Base-Building, Crafting, Erkunden, Aufgaben erledigen, seine Pals sammeln, fangen, ausbrüten, weiterentwickeln im engeren Sinne. Also man kann sie so ein bisschen leveln. Weiß nicht, ob es da irgendwann noch mal mehr geben wird. Ich gehe mal hier an diese. Das ist die Perlbox, der Perlbox Manager. Das ist sehr wichtig. Den setzt man hin und damit. Der bildet so einen Ring. Das ist dann die Basis und darin kann man bauen und man kann halt seine Perls da drin managen. So, links seht ihr mein Team. Ich habe Daedra, Geralt, Tom. Oh, Atrox habe ich noch keinen Namen gegeben. Nee, doch, Atrox heißt eigentlich anders, ne? Manchmal würfel ich einfach so ein paar Buchstaben hin und her. Und Capi. Die Capi und Atrox brauchen mal wieder was zu essen. Ja, ich gebe also gelegentlich denen mal einen Namen, wenn ich sie benutze. Kitty ist auch da. Und Wuffy. Wen haben wir denn noch so? Ja, dann haben wir unten Perls im Lager. Das sind die, die dann arbeiten für einen. Also, das ist ein Arbeitslager. Also wir haben Sklaven. Ich meine, scheiße, wir haben einen Überfall. Sekunde. Wird gleich spannend, das ist doch gut. Von wo kommen sie denn so? Dann kann ich gleich schon mal. Wen schmeißen wir? Tom darf mal. Ich weiß noch nicht, Tom kann bestimmt kämpfen. Wo kommen sie denn her? Ist Zeit, dass ich noch was esse? Ich esse mal schnell noch was. Und meine Pelz füttern. So. Hä? Wo sind sie denn? Ach, die kommen von ganz da oben her. Da haben wir ja Zeit, ne? Also ich habe einen. Man hat am Anfang einen aktiven Perl, den man hier so. Hier so befehligen kann, so hinwerfen kann und dann sagen, ja, greif mit mir denselben Gegner an. Bei mir schwirrt aber Daedra hier noch rum, weil ich für sie ein Halsband habe. Habe ich Pfeile? Ich habe 11 Pfeile. Cool. Ich will jetzt nicht auf dich schießen, ne? Ich wusste, ich schieße auf dich. Kannst du mal. Ihr habt auch keinen Bock anzugreifen, ne? Oder wartet ihr, bis die im Lager sind? Okay, jetzt geht's los. Alles klar. Ich hole mir meinen Baseballschläger raus. Ich komme gar nicht dazu, irgendwas zu klatschen, ne? Weil meine Perlen sind einfach zu stark. Okay. Gefahr vorüber. Ja, und hier sieht man zum Beispiel hier, der transportiert jetzt den Loot in irgendeine Kiste. Das war jetzt die Schnelleinführung in dieses Spiel und Tom baut jetzt Stein ab. Okay. Rechts ist immer die Lagerinfo, was sie halt so gerade machen. Legt ein Päuschen ein, ist munter und gesund und was auch immer. So, ich habe ein kleines Hütchen hier gebaut. Das sind die Betten für die Perls, die sind wichtig. Das Essen für die Perls. Bisschen Nahrung zum Anbauen. Ja. Das sind erstmal die Basics und Hot Tub. Ganz wichtig. Werkbank.
Also verschiedene Arten von Werkbänken. Die Kisten, was ich sehr gut finde, also die Werkbänke greifen auf die Kisten zu. Also egal, wo was jetzt drin ist, irgendwo auf der Basis. Ich habe nämlich da hinten auch Kisten stehen. Das, wenn ich aber was an der Werkbank mache, wird auch da hinten die Kiste benutzt. Also das ist super. Einziger Nachteil bisher, die Perls, ist zwar cool, dass die Perls Sachen in Kisten räumen, allerdings sie werden es in irgendeine Kiste stopfen, die ihnen irgendwie am nächsten steht oder so. Das heißt, manchmal hat man dann halt doch, wenn man wie ich so diesen Sortierdrang hat, wird der unterbrochen, weil Perls dann irgendwas irgendwo reintun, wo man es vielleicht nicht drin haben möchte. Aber das ist fast schon wieder Meckern auf hohem Niveau. Ich bin froh, dass ich es überhaupt tun. Zum Beispiel diese Beerensamen. Ich kann die noch so oft irgendwo anders reintun, die landen immer überall. Da ist gerade eine Fackel ausgegangen, aber das ist jetzt auch ein wunderschöner Vorführeffekt. Also im positiven Sinne diesmal. Vorführeffekt. Foxu. Das ist ein Feuerperl. Macht halt auch Fackeln an, die hier rumstehen. Oder kocht. Also es ist sehr, sehr cool. Es macht super Spaß. Und ich brauche jetzt erstmal Erz. Das heißt, Aufgabe für heute ist eigentlich, Erz zu holen. Leider überlasse das einen sehr schnell. Das heißt, ich werde mal ein bisschen mein Inventar räumen. Und dann, ja. Achso, da ist mein Bett. Da ist mein Ausbrüter. So, dann ist Gold eigentlich schwer. Nee, Gold wiegt nichts. Ich habe halt 60 Perlsphären dabei, die wirken auch nicht so viel. Ich lasse vielleicht mal den Giftbogen da. Ach so, und automatisches Sortieren und Ein- und Ausräumen geht auch wunderbar. Den Stahlschlüssel. Ja, doch, ich nehme mit. Wiegt der überhaupt was? Ja, fast nichts. Oh, das Stoff ist aber schwer. Das lassen wir hier. Das Bauteil lasse ich hier. Die schwache Medizin konnte ich bisher auch noch nicht benutzen. Die lasse ich auch. Ja. Wer ist denn so aggro hier? Ist es der Tom? Ne, der baut da hinten ab. Wer baut denn so? Du machst so viel Krach beim Abbauen. Du siehst so niedlich und klein aus. Der Fuddler. Den habe ich noch nicht umbenannt. Ja, machst du gut. Habe ich überhaupt. Achso, hier ist das Baumenü. Habe ich eine Axt dabei? Ja. Und ich kann jetzt natürlich mir auch helfen lassen. Ich habe nur das entsprechende Pad nicht im Team. Moment. Ah doch, Tom kann doch. Warte. Der ist zwar da hinten gerade bei den Steinen. Aber ich müsste ihn auch hier drauf werfen können. Und dann macht der, baut er mir Erz ab. Guckst du, was hier passiert? Was ist denn der Ultraschallsensor? Ich mal ausprobieren. Also die Pets können einem auch so, also die man dann draußen hat, so einen Bonus geben. Wie jetzt unten dieser Ultraschallsensor, den ihr da eingeblendet seht. Den werde ich mal außerhalb des Camps probieren. Ich zeige da einem irgendwelche Fundorte an oder was. So, ich kann schon nicht mehr gehen. Ich brauche so einen Grappling-Hook. Den muss ich aber bauen, dafür brauche ich Erz. Könntest du mich immer schieben oder so? Ich finde auch die Übersetzung cool, dass du wirklich halt sagst, dass da steht, du schleppst zu viel mit dir herum. Nicht du trägst zu viel oder so, wie es meistens. Du schleppst. Weil schleppen ist halt auch echt ein schönes Wort und es passt hier auch perfekt. So, unser Foxy da wird sich jetzt um die Metallbarren kümmern. Wieso trage ich eigentlich so viel? Also wieso habe ich so viel Gewicht? Zählt das hier auch? Schon, ja, okay. Allein meine Rüstung wiegt 10. Der Gleiter wiegt 10, das Schild wiegt 5. Das heißt, wenn ich die Axt hier lassen würde,
Hätte ich wieder ein paar Kilo weniger. Ich muss abspecken. Dazu muss ich wahrscheinlich erstmal die Axt ablegen. Ne? Meinen Bogen lasse ich dann auch mal gerade hier. Dann nehme ich nur. Also ich meine, ein bisschen Verteidigung brauche ich vielleicht. Ich habe gar keinen Platz mehr in der Kiste. Ja, achso, und die Kühlbox will ich noch bauen. So, und ja, Pelz helfen einem auch beim Bauen und Herstellen. Wo habe ich jetzt das Erz hier? Irgendwo, ach egal, ich tue es jetzt daran. So, dann ziehen wir doch mal los. Vielleicht teleportieren wir irgendwo hin. Also das ist so ein Ausschnitt der Karte. Hier geht, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Ich wollte mich eigentlich mal in diesem roten Gebiet auch umsehen. Das Einzige, ja, was sonst noch negativ in Anführungsstrichen mir aufgefallen ist, wenn man mit Gamepad spielt, ist es sehr schwierig, hier diese Schnellreisepunkte anzuwählen, weil das doch mein Cursor sich irgendwie so schnell bewegt. Irgendwo da wieder hin. Da greife ich dann doch auf die Maus zurück. Ansonsten lässt sich's aber sehr gut mit Gamepad spielen, finde ich. Turm des, dieses Rainy Syndicates ist so der erste Boss, den man so tutorialmäßig auch machen soll. Den habe ich schon geschafft. Achso, ich wollte auch mal den Sensor testen. Oh, zeigt mir das dann. Ja, okay, oben, also es zeigt mir an, da sind Chicks. Chicky Peas, wie auch immer die heißen. Das zeigt mir, ganzen, ja. Also oben im Kompass sehe ich jetzt die ganzen Arten von Pelz, die rumlaufen. Ah, okay. Das macht das. Also wenn man die sammeln möchte, farmen möchte, dann sollte man Tom dabei haben. Tombat heißt der Pan, glaube ich. Mit richtigem Namen. Ist da unten ein Ei? Ich lasse den das mal machen, da mit dem Abbauen. Ich bin ja faul. Man hat auch fürs Kämpfen und so, man hat halt die Perls, ne? Also man, eigentlich ist das Ziel dieses Spiels, nichts zu tun und andere für einen arbeiten zu lassen. Und meistens ist hier, genau, hier ist ein Ei. Ich habe hier schon mehrfach ein Ei gefunden. Das ist so ein düster Ei, also sowas wie die Detra oder der Tom. Ich lasse das, glaube ich, erstmal da. Ich sollte eigentlich keine Bruchstücke abbauen, die es halt lassen kann, ne? Okay, wir gehen mal zu Tom zurück, weil ich ja nicht so viele Erz auf einmal sammeln kann, tragen kann. Ich muss es nur zum Teleport zurückschaffen, ne? Mal gucken, wie sieht's denn aus? Okay, cool, geht sogar noch. Muss auf meine Ausdauer warten, so, dann helfe ich mal. Noch 200, 150, 160 kann ich tragen. Ordentlich, ordentlich, sehr gut. Ah, jetzt sind wir fast, das hat genau gepasst, ne? Jetzt sind wir fast komplett voll. Das heißt, wieder zurück. Dann habe ich schon mal ein bisschen Erz. Da ist ein Melpacker. Oder oben geht es wieder. Oh, wir müssen gleich da hoch.
Okay, warte, warte. Schnell zurück zur Basis. Ich hoffe, die sind dann da noch. Es sind immer, es gibt so Wilderer-Camps, die auch Pals gefangen haben. Und ich befreie ja gerne die Pals. Die sind dann mir. Erz, 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 Erz hier rein. So. Produktion beginnen. Das da rein. Jetzt haben wir 16 Metall schon mal. Das sieht nicht schlecht aus. Kann ich da? Ich brauche 20 für einen Kühlschrank. Ich habe 7 Pfeile. Ach komm, wir machen es ohne Bogen. Kriegen wir schon hin. Ich drücke auch mal falsch. Ja, das. Ah, das Anvisieren, ne? Das ist das Einzige, was mich echt nervt. So, Baseball. Thomas, ich muss mal. Der ist nicht so der Kämpfer, ne? Warte mal. Bau mal ein höheres Level. Ja, KP ist halt echt so. Super fett. Also eben noch sehr viel größere Pals, aber. Sie ist schon sehr kampferprobt. Oh, ja. Was bist du? Sie. Okay. Nein, ja. So. Wilderer. Komm ich da durch? Ja. Was habt ihr denn gefangen? Oh, ich hab was. Hab ich noch nicht. Oh mein Gott, hier ist auch wieder Chaos komplett. Greifen wir den Vogel an? Hat jemand den Vogel angegriffen? Ich weiß gerade nicht, was abgeht. Die Pals kämpfen gerade irgendwie untereinander. Ich meine, also die anderen Pals nicht. Diesen Nightwing habe ich auch. Du futterst erstmal. Und ich befreie dich jetzt. Du siehst aus wie eine kleine Flamme. Können wir uns im Camp gleich angucken? Eine Flambelle. So siehst du auch aus. Okay. Dann nehme ich das Erz hier noch mit. Ich kann leider noch kein zweites Lager bauen, sonst könnte man halt ein Lager, also eine Perlbox um so ein Erz bauen und dann halt Perls hier das abbauen lassen, teleportieren oder einfach Kisten hinstellen und dann hat man das Zeug, aber ich kann noch kein zweites Lager bauen. Es wird dunkel. Ich muss schon wieder was essen. Wieso bin ich denn so hungrig? Erz abbauen macht Hunger. Wahrscheinlich. Ich eine Fackel mitgenommen? Weil es dann noch kalt wird. So, nochmal 24 Erz. Schön, schön. Und wenn ich das erledigt habe, gehen wir vielleicht ein bisschen erkunden. Oh Gott, irgendwas. Jetzt bin ich schon wieder fast überlastet. Das ist ja die Schnellreise. Aber ich kann noch rennen. Gut, gut.
So, zurück zur Basis. Und hier erstmal ins Bett. Morgens schon immer ein Hahn gekräht? Ist mir noch nie so aufgefallen. Irgendwie hat hier Erz abgebaut. Steinchen. Danke. So, ihr seid fleißig am Säen. Wie viel 1000 Beeren haben wir denn schon? 800. Okay, ja klar, warum auch nicht. Was liegt hier noch rum? Goldmünzen. Klar, nehme ich, nehme ich. Irgendwer legt Goldmünzen. Brauche ich in Real Life. So, nee, abbrechen will ich. Oh Gott, ich bin zu schwer. Fehler wurden begangen. Ich hätte. Die Metallbarren. Ich muss die gerade mal abwerfen. Ich hätte das neben der Kiste aufheben sollen. So. So, ich hoffe, ich kann so viel Metall tragen. Jupp, sehr gut. Jetzt haben wir 30. Das gefällt mir. Dann können wir eine Kühlbox bauen. Wo stellen wir die denn hin? Sollen wir die neben das Essen stellen, statt dem Ding oder so? Oder hier so? Oder soll ich die drin hinstellen? Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, dass die auf die Perls da drauf zugreifen sollten, vielleicht. Manchmal nervt es ja schon, wenn man so einen fliegenden Perl hat, der dann die ganze Zeit vor einem vor der Nase rumfliegt, ne? Wunderschön. Da koche ich mir mal was noch. Das war meine aktuelle Mission mit der Box. Und ja, im Prinzip isst man seine Perls. Es gibt auch einen Perlentsafter. Ich will noch gar nicht wissen, was der macht. Also ich kann nicht sagen, ob das Spiel, es sieht zwar niedlich aus, aber ob es wirklich zum Beispiel kinderfreundlich ist. So, jeder kriegt ein Chickpea-Ei. So. Kann ich meine Box schon wieder leveln? Ja, Level 10. Das heißt, ich habe wieder einen Slot frei für meine Pals im Lager, die arbeiten können. Ist die Frage, ob ich gerade irgendwen brauche. Ich glaube, das überlege ich später. Dass wir gerade noch so ein klein bisschen erkunden können. Da liegt schon wieder Bärensamen rum. Weil sie halt immer rumliegen, ne? Ich sollte vielleicht vorher Pfeile machen. Ist nicht kom. Oh, ich habe ja noch die Armbrust. Oh, können die Armbrust ausprobieren. Dauert ein bisschen mit Herstellung. Ist gerade jemand da, der mir helfen kann? Ich glaube nicht. Stunden später. Also ich hätte zum Beispiel jetzt noch einen Pelletslager nehmen können, der halt bei Herstellung hilft.
Dann wäre das jetzt ein bisschen schneller gegangen. Es sind noch ein paar Sekunden. So, aber benutzt die Armbrust dieselben Pfeile wie also ein Legolas-Bogen hat. Regulärer Bogen. 33. Okay, ich brauche ein bisschen Hilfe. Moment. Ich brauche jemanden mit Handwerk. Du machst Handwerk. Der Depresso. Jemand, der hauptsächlich Handwerk macht, du machst aber auch Abbau. Nicht, dass du dann direkt zum Abbau rennst. Schafe eigentlich auch, ne? Nehmen wir mal Lahmball hier rein. Mein erstes Pell war, glaube ich, ja, eins von den drei hier oben. Entweder Lamo oder Lami. Ah, der Pinguin hilft auch. Okay. Aber, was ich auch noch ganz cool finde, wenn man hier so die arbeitenden Pals anheben könnte und auf etwas werfen könnte. Ihn kann ich jetzt. Geht das mit dem Schaf auch? Moment. Wie dachte ich, das geht nicht. Gucken, wenn ich dich da drauf werfe, dass du hilfst. Oder kannst du nicht, weil das eine hochwertige Werkbank ist? So habe ich dich denn. Dann geh wieder farmen. Ey, wo ist Pinguin? Willst du nicht etwa was essen? Haben es gleich geschafft. Danke dir. So. Dann gehen wir doch mal los. Bei einer Sache muss ich vorher noch überprüfen. Warte mal. War das denn? Habe ich das schon freigeschaltet? Ich will nämlich fliegen können. Ach, das ist da unten, ne? Dieses Nightwing-Sattel. Da muss ich Stufe 15. Da muss ich noch hinkommen. Schade, also fliegen kann ich noch nicht. Wir können aber reiten. Ich muss nur gerade mal überlegen, von wo aus wir jetzt am besten starten. Weil wenn ich hier, kommt man hier durch. Ich weiß es halt nicht, ne? Das wird doch wieder hier hingehen. Ich will ins Rotegebiet. Und dann holen wir mal Geralt raus. So. Und dann müsste ich nur mir die Himmelsrichtung merken. Ich möchte nach Nordwest. Aber irgendwie, ja, es ist immer so viel im Weg. Können wir da vielleicht, wenn wir auf den Felsen und dann rüberspringen? Ich habe einen Gleiter, also das geht schon. Ja, wir reiten da hoch. Da unten geht's wieder ab. Die Wölfe sind halt sehr aggro. Die kämpfen gegen irgendwas da unten. Floppy? Ich habe noch kein Floppy, aber jetzt ist es tot. Die noch ein Floppy übrig gelassen haben, wahrscheinlich nicht, ne? Kann
gerade eine Luftkanone geschossen. Ich habe noch nie so auf dem Pad gekämpft. Isst du jetzt dieses Floppy? Schon, ne? Hat's echt ge. Ich will auch ein Floppy. Man kann auch schwimmen, also wenn man genug Ausdauer hat. Das heißt, wir können auch darüber schwimmen. Aber wahrscheinlich nicht mit Geralt. Ich steig eben mal ab. Okay, es war sogar so niedrig, dass ich hätte stehen können. Du magst jetzt auch erstmal nicht reiten, ne? Weil du bist nass oder so. Okay. Das Wasser verfolgt mich. Warte mal. Ich habe gerade, ob ich so eins fange, aber nicht mit euch. Ach, ihr habt es mir schon wieder verscheucht, natürlich. Weil das ist dann das ein bisschen das Tricky da dran. Dass einem Perls nicht das Ding killen, was man eigentlich fangen möchte. Okay, da vorne haben wir Wilderer, also Geralt kann gleich wieder raus. Jetzt dürft ihr doch angreifen. Allerdings die Wilderer. Dann probiere ich doch mal meine Armbrust. Wo ist sie denn? Instant 500. 600. Nice. Ja, damit sollte man, mit der Armbrust sollte man keine kleinen Pelze versuchen zu fangen. Ich glaube, das wäre nicht gut. Die sind dann sofort tot. So, gehe ich in die richtige Richtung? Ja, schon. Oh, da ist so ein. Wir könnten natürlich mal hier. Da ist so ein Bossvieh. Ein Panking. Panking. Vielleicht kriegen wir den ja. Mit dieser Armbrust. Ich habe nicht so wahnsinnig viele Pfeile, aber mal gucken. Ich finde es gut, dass ich dafür jetzt nicht auch noch extra Bolzen brauche. Sicher wird diese Brücke hier. Auch eine Minimap. Nö, ich reite genau in die falsche Richtung. Oh, eine Kiste. Nochmal 15 Pfeile, das ist natürlich jetzt sehr gut. Das brauchen wir gerade. Ich gucke auch immer so gern so irgendwie in die Landschaft. Da unten, das sieht aus, als würde ein Ei oder sowas liegen. Könnte aber auch einfach nur ein Baumstumpf sein. Aber das ist doch ein Ei. Ein Erdei oder so. Ein zerfurchtes Ei. Cool, ich ausbrüten kenne ich noch nicht. Will ich ausbrüten. So ist denn unser Panking. Ich muss vorne möglichst weit scharfe Kurve nach links machen. Hier, oder? Dann hier so. Okay, das sieht auch so nach Kampfplatz aus, aber es ist, glaube ich, einfach so ein Platz. Auch ihr schon wieder, ne? Es hat sehr angenehmes Auto-Aim.
Kannst du angreifen, Detra? Oder sollt kein Bock? Ich dich schon wieder auf Nichtkampf eingestellt. Ich wollte einen Pfeil sparen, aber ne, ne. Ja, doch, ich reite richtig. Voll der Wellengang hier. Ein grünes Ei, sehe ich das richtig? Ein grünes Ei. Ein saftig grünes Ei. Ja, das klingt doch gut. So. Ich muss, glaube ich, da hoch, ne? Schaffe ich das? Ich glaube, von der Ausdauer her könnte es gehen. Aber wenn ich hier hochgehe, ist recht. Oh, da unten schwimmen. Ach nee, die schwimmen nicht laufend. Die laufen im Wasser. Ich dachte, oh, da schwimmt was im Wasser, weil ich noch nicht kenne. Nein. Das sind Gummos. Die laufen da nur. Okay, hier gehe ich aber jetzt hoch. So, und das müsste doch jetzt hier die Kampfarena sein. So sieht's aus. Wen nehmen wir denn? Falsche Taste. Ich drücke ja mal das Falsche. Ich habe mit Aatrox noch gar nicht gekämpft, ne? Oder irgendwas gemacht. Das sieht auch sehr cool aus, das Vieh. Nehmen wir dich doch mal. Feuer gegen Pinguin. Pinguin Eis. Sphäre des Eisvogels. Ich finde Eis und gegen Feuer klingt sinnvoll. Level 15. Oh, das ist ein Dungeon. Aha, klar, machen wir noch schnell gegen Ende der Folge ein Dungeon. Wird ein längeres Video. Hi. Können wir alle angreifen? Oh Gott. Mein Schild. Direkt. Futsch. Wieso mache ich dir nur 62 Schaden? Eben den Wilderen so 600. 100. Oh Gott. Ich muss hier, glaube ich, schon ein bisschen mehr ausweichen, ne? Was macht denn Aatrox? Chillen? Ist nicht mit in den Dungeon gekommen oder so. Au, 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 au. Scheiße, scheiße. Hilfe. Oh mein Gott. Ich muss die scheiß kleinen Viecher... Oh, 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 oh. Hilfe. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Pelz helfen nicht so, wie sie... könnten. Jetzt sind wir so in so einem Spin gefangen. Ah, Hilfe, ja. Kameraspin. Das war ja jetzt doof. Weil der Panking, der hat gar nicht so viel Lebenspunkte gehabt, aber... Also besonders vergleichsweise mit dem ersten Boss, den man bekämpft. Aber dafür umso mehr Helfer und Schaden hat er gemacht. Scheiße, was? Wie kriege ich denn jetzt mein Zeug wieder? Ist das im Dungeon? Ich muss jetzt erstmal Aatrox hier reinpacken. Der muss jetzt sich erstmal holen. Ach ja, ich will mal Flambell mir angucken. Wahrscheinlich brauche ich Kapi. Und mit Detra weiß ich halt nicht. Ich habe halt dieses Halsband und die fliegt so um mich rum, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die hat nicht wirklich angegriffen. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht gesehen. Aber vielleicht bräuchte ich noch so ein Feuervieh, was irgendwie ein höheres Level hat. Gegen den Pinguin. Also ich schätze einfach mal, dass Feuer gegen Eis hilft. Aber ich weiß es auch nicht so. Ich habe euch beide, ihr seid im Lager. Wie viel machst du denn? 30 Feuer. Okay, du eigentlich, ne? Ich tausche dich gerade mal gegen Detra aus. Sie macht so schwimmende... Ach, du, ach, Gold. Du machst Gold. Okay, danke.
Ich wollte genau mir Flambell angucken. Komm her. Siehst du denn aus? Jetzt nicht gleich schon wieder irgendwo hinrennen und abbauen. Ich meine, das ist nett, aber ich wollte mir einfach mal angucken, wie du aussiehst. Okay. Ja. Gut. Jetzt mach dein Ding. Jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich mein Zeug wieder? Da war, wir hätten erst hier das da freischalten sollen, das war dumm. Ich hätte da oben. Außer man kommt da erst hin, wenn man den besiegt hat, das weiß ich nicht, aber bei der Sphäre des Eisvogels steht. Ich versuche jetzt erstmal mein Zeug wieder zu bekommen. So, ja, die Sache ist die, ich bin losgerannt und einfach so kopflos, so von wegen schnell hin, mein Loot holen. Dann wurde es aber Nacht und es wurde kalt und ich habe Lebenspunkte verloren und dann wollte ich mich beeilen und dann dachte ich, oh, ich springe hier die Klippe runter, es geht schneller. Ich habe ja einen Gleiter, aber ich habe ja keinen Gleiter, weil ich habe ja mein Loot verloren, also meine Ausrüstung verloren. Ja, ich habe dann jetzt vielleicht hier so zwei Xe, wo ich gestorben bin. Versuch Nummer 3. Guck mal, eine Kiste. Wenigstens ist jetzt wieder Tag und es ist warm und ich habe Brot. Ist doch schon mal ein besserer Anfang. Und ich versuche jetzt hier rüber und dann vielleicht kann ich da den Wegpunkt freischalten. Das wäre nett. Ich muss nur dran denken, runterklettern, nicht springen, weil sonst wieder tot. So, da ist ja der... Okay, warte mal, hier sehen wir das ja gut. Da ist der Dungeon-Eingang. Und dahinter ist vielleicht... Aber oh Gott, wie komme ich jetzt hier wieder lebend runter, ne? Ja, ja. Oh mein Gott. Ich finde es sehr cool, dass man halt klettern kann. So. Alles gut. Ich lebe noch. Ja. Ich vermisse meinen Gleiter, mit dem wäre das jetzt easy. Ich glaube, das geht noch von der Fallhöhe. Ja, 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 ja. Das mal hier. Ich musste mir natürlich jetzt auch diesen einen Bosskampf aussuchen, der für mich noch ein bisschen schwierig ist und wo ich keine Schnellreise hin habe. Großartig. Oh, schön, das heißt, hier draußen liegt mein Zeug dann. Das ist nett. So, bitte alles einsammeln. Ah, schön, ich bin wieder vollständig. Da hinten, das bei Gelegenheit noch einsammeln. Aber wo ist denn hier? Kann es echt sein, dass man hier keine Schnellreise bekommt? Ah, da unten. Okay, okay, doch. Es hätte auch im Dungeons oder irgendwie vom Dungeon aus irgendwie, dass man nur vom Dungeon aus hätte hinkommen können oder so. Nach dem Besiegen des... Es ist auch irgendwie wie so eine Eistreppe hier an dieses Stein. Das sah so weiß aus. Aber das ist wohl der reguläre Weg zum Boss. Gut. Schnellreise aktiviert. Yay. Vielleicht muss ich auch meine Pets irgendwie erstmal leveln. Ich probiere es noch einmal. Und dann
Ja, war's das für heute. Foxo füttern. Und ich würde sagen, ja, wir probieren es mit Foxo erstmal. Wegen Feuer. Ah, den Feuerbogen wahrscheinlich. Wäre wahrscheinlich auch besser als meine Armbrust. Das könnte sein. Wie viele Pfeile habe ich noch? 40. Dass wir erstmal wirklich die Kleinen hier abschießen. Uah, wenn er mich lässt. Ah ja, okay, das Nachladen dauert auch ein bisschen, muss ich dran denken. Oh Gott. Schieß, schieß. Nein. Ich bin schon wieder fast tot, ne? Foxo auch. Fuck. Ich brauche vielleicht auch einen Heiler hierfür. Ich verstecke mich. Meine Rüstung ist beschädigt. Kapi, du da, tu, was du tut kannst. Oh nein, du bist eingefroren. Haben ihn da in ganz guten Position eigentlich. Nein, ich muss wieder nachladen. Oh, das Nachladen, ne? Ich sehe nie. Nice. Wieso steht er im ersten Boss? Egal, wie viele Bosse ich gelegt habe, steht im ersten Boss da. Was soll das sein? Ist das nicht eigentlich der zweite sein oder gilt der Tutorial-Boss nicht als Boss? Ob hier noch irgendwas ist. Aber Kapi ist auch fast tot, ne? Aber wir haben es geschafft, Junge. Bist der Beste. Beste Pal. Leute, komm mal her. Hast du gut gemacht. Ohne dich wäre ich draufgegangen. Ohne Scheiß. So. Nice. Damit habe ich so einen Tech-Punkt bekommen. Da kann ich nämlich hier diese antike Technologie rechts, das Lila, ne, freischalten. Den Enterhaken habe ich schon freigeschaltet, aber ich brauche hier den Pell-Entsafter können wir jetzt bauen. Und ich kann hier Feuerarmbrust. Was wollte ich denn hier unten? Genau, den Sattel für Nightwing. Yay. Okay, cool. Ich glaube, ich kann sein, dass man auch die Bosse versuchen kann zu fangen, aber ich war schon froh, dass ich überlebt habe. Ja. Auf jeden Fall. War doch ein spannender Kampf. Für mich zumindest. Und man kann hier auch dann ja, Boss wiederbeleben. Dann kann man ja, wenn man ein bisschen stärker ist, nochmal hin und versuchen, den einzufangen. Braucht man wahrscheinlich so eine andere Sphäre für. Also man hat Me ich habe Mega- und Pelz-Sphären. Die grünen sind die Mega-Sphären. Sollte man wahrscheinlich mit so einer dann probieren. Ja, auf jeden Fall, das war jetzt mal so ein etwas längerer Einblick in das Spiel. Ich hoffe, ich konnte euch damit vielleicht auch anfixen oder zumindest irgendwie einen Eindruck geben, wie das Spiel so ist. Ich kann es auf jeden Fall bisher empfehlen. Ich habe sehr, sehr viel Spaß daran. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.